Oh, ungünstig. Komm, ich verrate dir Trick 17. Mach jetzt die Nahkampfattacke. Ja, genau. Die ja, genau. Ich glaub ich nicht. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob die überhaupt Fernkampf oder ob die überhaupt einen Fernkampf haben. Deswegen bin ich erstmal Nummer sicher gegangen. Da hat auf jeden Fall irgendjemand Fernkampf. Na komm, geh drauf. So, sehr schön, die werden weg. Versuchen wir das Ganze jetzt gerade nochmal. Ich bin ein Stück Steak, ich bin ein Stück Steak, ich bin ein Stück Steak. So, ab. Na gut, dann können wir jetzt hier auch zum Dings. Na, kommst du wieder her? Na, ich glaube bestimmt, so kriegen wir die echt ganz gut weg. So, Schlüssel. Danke. Horns, die dich so geärgert haben in dem Vulkanlevel. Genau. Das waren aber auch viele auf einmal. Ja, ja. Ich glaube 8 Stück. Ja. So, da komme ich erstmal nicht hin. Ich glaube, hier kommen wir dann zu den... Oh, war klar. Ach, nicht rausklicken. Ah, das ist die. Naja, gut. Ein Versuch war es auf jeden Fall. Nein, du warst unsere letzte Hoffnung. Ja, zumindest kenne ich den Level jetzt ja schon mal etwas besser. Okay, dann mache ich jetzt mal gleich hier die Liste aus. Ich muss dir noch sagen, die letzte Strecke da, wo du jetzt gegangen bist, die musste nicht zwingend gehen, weil du kommst sowieso in eine Sackgasse. Da brauchst du erst einen Schlüssel für. Ja, ja, genau. Aber da habe ich die Gegner halt schon mal weg. Kannst du dir aber schenken, weil du kriegst als nächstes nämlich die 5. Waffe. Genau, ja, schon. Das war hinter dem grünen. Und Ding. Ja, ich glaube, mit der wirst du sehr glücklich sein. Gehe ich von aus. Okay, dann danke fürs also mit dabei sein. War lustig. Und dann, ja, bei der nächsten Tour vielleicht nochmal. Ich guck mal, wie weit ich es heute noch mache. Und mal gucken, vielleicht streame ich auch sonst am Wochenende nochmal kurz, wenn es irgendwie kurz reinpassen sollte. Mal schauen. Okay, danke auf jeden Fall. Und dann bis später. Mach's gut. Versuchen wir das Ganze doch nochmal. Ich glaube, ich werde auch gerade mal das Spiel nochmal neu starten, weil irgendwie ist die Steuerung gerade etwas schwammig. Und das werde ich, glaube ich, dann auch mal gerade mit einer kurzen Toilettenpause verbinden. Von daher sehen wir uns gleich wieder. So, damit wäre ich dann auch wieder zurück. Dann versuchen wir das Ganze halt nochmal. Epp.
Hi, einer wie. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist. Ich hatte vorhin den Herrn Min noch mit im TS, also der das Spiel hier entwickelt hatte. Haben wir noch ein bisschen gequatscht. Wie soll ich jetzt. Ah, seit der Pause. Okay, dann hast du ihn gerade verpasst. Schade. Ich guck mal, ich werde vielleicht noch so ein halbes Stündchen machen. Je nachdem. Verdammt! Sicherheitssystem aktiv. Finde einen Weg, es abzuschalten und das Tor zu öffnen. Immer noch da, sowas. Nur nicht mehr im TS. Ich weiß ja, so irgendwie mit dem. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas abstellen sollte, dass es halt nicht mehr so oft abstürzt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier den Teamviewer, der bereitet ja immer mal Probleme. Oder zumindest scheinbar mit, wenn man halt zwei Bildschirme hat. Das habe ich aber auch selbst bei sogenannten AAA-Titeln, dass die halt dann nicht mitspielbar sind oder halt gar nicht starten erst. Sicherheitssystem aktiv. Finde einen Weg, es abzuschalten und das Tor zu öffnen. So, versuche das Ganze nochmal. Auf. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja, ich glaube nicht. Lauf. Danke. Ja, genau. Das ist ja auch verständlich. So, die mal ordentlich weggesprayt. Ja, wie gesagt, bei TeamViewer ist es halt, da ist es halt bei mir generell so, dass der halt, scheinbar scheint der wohl nicht auf zwei Monitore ausgelegt zu sein. Da habe ich nämlich, ich weiß nicht, ich glaube, Battlefield läuft dann irgendwie auch nur im Fenstermodus. Andere Spiele laufen gar nicht oder stürzen halt auch extrem häufig ab. Von daher, ich glaube, den haue ich auch mal aus dem Autostart raus. Ich denke, das macht dann mehr Sinn. So, dann gehe ich mir, glaube ich, erstmal die Knarre holen. So, das war da hinten rüber. Ach, stimmt, ich hätte sogar überhaupt nicht reinspringen müssen.
Weil wir diese unauffälligen roten Warnleuchten. Komm. Alles klar. Ja, mach's gut und danke fürs Dabeisein und Zuschauen. Viel Spaß noch. So, der wäre schon mal ausgeschaltet. Der noch nicht. Mist. Wo kommst du denn auf einmal her, sag mal? Yep. Machen wir hier mal auf. Die kriegt dann mal ordentlich auf die Fresse. Ich glaube, die Jungs werde ich mir wirklich dann später mal vorknöpfen. Ja. Und das jetzt ist halt nicht so Walk-a-Mool-mäßig. Gut, dass der Bin so lange Arme hat. Waren sie das jetzt alle? Nee. Komm. Nimm meine Faust. Kommen ja auch noch. So, damit werden die platt. Durchgang geöffnet. Jawohl. Ein paar zerlegte Leute. Ach, Schmissköpfe, das war hier die Abkürzung. Dann hopp. Danke. Schlüssel geholt. Dann machen wir das mit der Tür da hinten später. Nur weil es jetzt mal gerade gut läuft. Dann probiere ich mal noch gerade die neue Waffe aus. So, da gehe ich mal nicht drüber. Mal schauen, wie die so ist. Wupp. Oh. Na, kümmere ich mich später drum. Ja, das auch. Advanced Weaponry. Und jede Menge Zeug hier zum Mitnehmen.
schnappen wir uns das Ding doch mal. Prototyp einer neuen Waffe zu greifen. Na, ich glaube, die kannst du jetzt auch direkt ausprobieren. Colin Brewer. Okay. Das hat mich da gerade angegriffen. Ja. Hui, Laser. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, sie gefällt mir. Schönes Ding. Ah, die Jungs halten aber echt zu viel aus. Na ja, komm, bevor wir die jetzt nachher leck geschossen haben. Hallo, gelber Schlüssel? Ah, was haben wir denn da Schönes? Destruktionsprotokoll. Notrin-Modell Chris Beta-Version wird vollständig vernichtet. Obwohl er äußerlich seine Funktion als Adi-Engler-Double mit Bravour erfüllt, ist er charakterlich das genaue Gegenteil des Haters-Gaters und somit eine Gefahr für das Regime. Status wird ausgeführt. Ja. Wenn er das genaue Gegenteil ist, dann vielleicht ist er uns ja dann mal nützlich. Da ist ein verrückter Doktor mit Kettensägen oder Kreissägen. Eher. Du hängst einfach nur so. Wo bist du denn auf einmal her? Das war's wirklich. Zack. Ja, doch. Ich hänge mir auch mal Doktoren ins Zimmer. Obwohl ich habe mir eigentlich nur eine TARDIS im Zimmer hängen. Mit den Doktoren kommt vielleicht noch. Hallo Tür, wie geht's dir? So. Dann gehe ich mal gerade noch mal zurück und hole mir die anderen Sachen, die da rumstanden. Ja, ich gehe gleich nochmal. Ich will noch gerade hier Muni einsammeln. Dann gehe ich nochmal zurück. Dankeschön. Ja, auch hier ist es ein wenig belebter. Gebe ich mich mal gerade noch mal zurück. Nochmal zurück in die Armory oder hier irgendwo hin? Ja, wie gesagt, sei froh, dass ich nicht bei Dings Stream, bei Twitch, da wäre so ungefähr 30 Sekunden. Versuch's mal zu beschreiben.
Also ich wäre spontan nochmal zurück zur Armory gegangen. Ja, genau, so rund 10 Sekunden. Hier vielleicht noch irgendwas. Ich glaube, hier habe ich alles soweit eingesammelt. Ich glaube, hier unten habe ich auch noch nicht genau geguckt, ob es da noch irgendwas Spezielles gibt. Oh. Hallöchen, wie geht's euch denn so? Gar nicht gesehen.